Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ah, herrlich. Endlich wieder in-game. Also ein paar Tage nicht drin sozusagen, aber das stört uns nicht. Wir waren ja beim letzten Mal dabei, eigentlich Turbomotoren zu machen. Die Kühlsysteme habe ich soweit schon erhöht. Gummi lasse ich mir auch schon hierher liefern. Motoren ist so ein Thema, da müssen wir uns gleich noch ansetzen. Funksteinheiten, das können wir jetzt noch erhöhen. Ja, dann bin ich dementsprechend weitergegangen und habe geguckt, was wir für den Abschluss der thermalen Raketenantriebe benötigen. Und da brauchen wir nur einen Turbomotor, was vollkommen Rahmen ist. Verschmolzener modularer Rahmen kriegen wir auch, Kühlsysteme auch, haben wir auch erhöht. Das Einzige, was ist, modulare Motoren. Da stellen wir bisher nur einen her und du kriegst hier auch nur einen die Minute raus. Das ist ein Problem. Ja? Das heißt, wir müssen quasi eine Art Motorenfabrik noch aufstellen. Aber erstmal gehen wir rüber und würden die Funksteinheiten, das erste Thema sozusagen, ein bisschen erhöhen. Ich habe das gecheckt gehabt. Wir haben soweit genug Materialien zusammen von allem anderen, was du so reinkriegst, dass wir es einfach verdoppeln können. Und danach stellen wir uns eine, ja, werden wir eine neue Fabrik aufbauen, quasi eine Art Motorenfabrik dafür. Dass wir da dementsprechend auch genug rausbekommen. Und dass, ja, dass es halt dementsprechend auch sauberer läuft. Da werde ich dann die Motoren, die modularen Motoren reinstellen und natürlich auch die Turbomotoren. Und da muss er, ja, will ich auf jeden Fall euch komplett mitnehmen. Diesmal. So dass wir auch erstmal den Platz suchen. Alles bis dahin ausbauen. Und so weiter und so fort. Ich finde das geil mit diesen Drohnen, ne? Das macht so Spaß. So, hier habe ich schon... Hier stellen wir die Funksteinheiten her. Ich habe schon eine zweite aufgestellt, sodass wir dementsprechend dann 5 herstellen. Das heißt, wir müssen die Aluminiumgehäuse, die habe ich schon erhöht, die Quarzoszillatoren, die Computer noch dementsprechend splitten. Das heißt, wir würden hiermit erstmal anfangen. Machen uns hier erstmal einen Splitter rein. Und das ist gut, dass das natürlich direkt nicht passt am Anfang. So sieht es besser aus. Wie viel brauche ich? 40, dann kann ein 1er Band hier ran. Und hier das nächste direkt ran. Gut, dann fehlen nur noch die Quarzoszillatoren und die Computer. Das wird alles hier drunter geliefert. Das werden wir relativ unkompliziert machen. Na, 2-3 Tage nicht im Game gewesen und schon weiß man nicht mehr, wo alles ist. So, und dann muss das Ganze natürlich auch noch zusammengeführt werden. So, so und so, damit es auch in die Base reinläuft. Okay, dann gehen wir mal drunter und gucken uns den Spaß an. Computer und Quarzoszillatoren. Das heißt, wir können hier einfach einen Splitter ran machen. Dem anderen machen wir von der anderen Seite. Bei dem ist es relativ unkompliziert. Dann hier noch ein Splitter. So. Ich hoffe, die werden noch voll laufen. Nicht, dass wir da jetzt uns übernommen haben. Aber eigentlich müsste es passen, so wie ich es ausgerechnet habe. Huch, die war zu viel. Gut, das heißt, wir stellen 2,5 Funksteuereinheiten die Minute her. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann werden wir uns jetzt aufmachen und ein Plätzchen suchen für die Turbomotoren. Mal gucken, was wir da so finden. Wir brauchen Stadttoren. Wir brauchen Rotoren für die normalen Motor. Ja, wir gucken uns das gleich in der Base zusammen an. Ja. Und dann bauen wir da erstmal schön layermäßig das nach oben hin auf. Es soll relativ nah bei der Base sein. Ich bin am Überlegen, ob ich gerade vielleicht den Platz nehme, den wir schon mal bereits genommen hatten, den ich komplett abgerissen habe, weil da haben wir ja ein Auto stehen, das uns die Sachen ja auch in die Base transportiert, ne?
Vielleicht machen wir ja das. Das wäre ja auch was Feines. Wir können auch gleich mal gucken, wie viele wir von den Magnetfeldern schon haben. Achso, und langsam gerate ich an das Limit von dem Band, muss ich zugeben. Gerade in der Base, wenn das so abgeleitet wird und hier und da und jenes alles reinfließt, das ist langsam, langsam wird es kritisch. Aber ich glaube, noch ist es gerade so auszuhalten. Dip, 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 dip. So, wie viel haben wir jetzt? Oh, 100, 200, 250 schon. Die Hälfte haben wir sogar schon. Geil. Dann kann ich das irgendwann auch ausstellen. Jetzt will ich euch mal das Band zeigen. Ja gut, jetzt geht's einigermaßen. Aber das ist so rappelvoll hier. Ich habe das hier schon mal gesplittet, dass es einfach noch ein bisschen sauberer und schneller läuft. Aber hier hinten kriegst du langsam Probleme. Irgendwie fehlt hier jetzt Beton. Wo kommt denn der Beton jetzt hin? Normal war hier auch mal Beton mit drauf. Oder wird der komplett verbraten gerade? Moment, was ist mit dem Beton los? Müssen wir ganz kurz gucken gehen. Nicht, dass ich da jetzt ein Problem irgendwie gerate. Ach ja, ich hoffe, es funktioniert. Schluppdiwuppdiwupp. Schluppdiwuppdiwupp. So, hier wird alles zusammengeführt. Da hinten. Hier läuft auch der Beton gut durch. Also es kommt eine ganze Menge. Von hier. Produzieren wir jetzt zu wenig oder ist irgendeine Fabrik ausgefallen? Also hier läuft noch alles durch. Es läuft noch. Ja, ich hoffe, ich habe mich also übernommen mit dem Beton. Obwohl hier eigentlich ziemlich viel reinläuft, ne, gleichzeitig. So, am 5er Förderband, okay. Gut, machen wir uns erstmal Gedanken um die Motoren, dass wir da strukturiert eine wunderschöne Fabrik aufbauen. Wunderschön in Anführungsstrichen. Die dann auch dementsprechend funktioniert. Ich würde gerne mit Alternativrezepten arbeiten, aber dafür bräuchte ich Caterium. Und Caterium habe ich hier, glaube ich, nirgendwo wirklich. Zumindest das, was ich... Doch, könnte ich hier vielleicht was abzweigen von da aus? Muss ich gleich mal durchrechnen. Vielleicht will man MK3-Miner machen. Hm. Also, wir brauchen Statoren und Rotoren für die Motoren. Und dann später Gummi und intelligente Beschichtungen. So, intelligente Beschichtungen haben wir, glaube ich, nur ein normales Rezept. Wo sind sie? Wo seid ihr? Da oben. Da brauchst du auch eine rote und verstärkte Eisenplatten. Und verstärkte Eisenplatten. Könnte man Draht oder Gummi sogar nehmen. Achso, Gummi habe ich hier hinten abgezweigt. Da hatten wir noch eine Menge, wie heißt das? Das blaue Polymerharz übrig. Und da habe ich einfach ein paar Raffinerien gemacht, ein bisschen Wasser dazu und dann kriegst du reines Gummi hin und das lasse ich hier anliefern. Da kommen 100 die Minute ungefähr an. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss dann später dann durchrechnen, dass es auch dementsprechend funktioniert. So. Noch eine Sache, die ich checken wollte. Hatte ich reiner Caterium-Barren?
Katerium, Erz und Wasser. Kriegst du 12 Barren die Minute raus aus 24. Aus einer Schmelze. 45. Das ist halt weniger raus, ne? Habe ich hier Wasser irgendwo? Hoch. Mal angenommen, wir nehmen das. Wir gucken erstmal ganz kurz, wie viel wir hier haben. Und gucken, ob wir das da abnehmen können. Ich weiß nicht, ob ich hier Wasser reinkriege. Also wir haben hier 45, 90, 180, 270. 300 produziert er. Ist das eine reine? Das ist eine verdammte reine. Da haben wir gar kein Problem. Machen wir schon mal Splitter ran. Okay, das wird so nichts. Cool. Okay. Kriege ich hier irgendwo einen Wasserextraktor hin? Scheinbar nicht, ne? Da wird es größer. Vielleicht kriegen wir von da Wasser. Dann können wir das vielleicht machen. Ja, da kriege ich Wasser her. Okay, sehr, sehr cool. Dann stellen wir so die Katerium-Barren her. Bin nur am Überlegen, ob wir hier oben generell eine Fabrik machen mit generell Katerium-Barren. Krieg ich den weggesprengt? Nein. Vielleicht hilft das ja nochmal, dass ich mehr Barren rausbekomme. So, Baupläne. Raffinerie. So, von hier wird es reinfließen. Bin mal gespannt, was funktioniert. Das geht schon mal. So, wir haben jetzt 2, 4, 6 Stück. Wenn ich dann hier nochmal 4 ranmache, habe ich 10 Stück. 10 Stück sind aber auch erst 120 Barren, ne? Ja, Leute. Wie viel Wasser brauche ich denn? 240. Okay. Müssen wir gleich mal ein bisschen durchrechnen. Aber wir machen das erstmal grob die Sachen hin. Da, Raffinerie.
2, 3 und 4. Das heißt, wir haben jetzt hier 10 Stück. Wenn wir jetzt hier... Mal angenommen, wir machen das auf dieser Höhe dann weiter. Dass wir das mal versuchen, so ein bisschen auszuschöpfen. Oh, das würde bedeuten, hier die nächsten 10 hin. Vielleicht sogar 20. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja auch. Das sieht für mich gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, weiter geht's mit dem Bauplan. So, wie gesagt, das ist jetzt. Ich wollte es mal mit euch zusammen machen. Jetzt haben wir hier 10 Stück stehen und vielleicht kriegen wir hier auch nochmal 10 hin. Das müsste dann ja eigentlich passen. Eisenplatten fehlen. Das ist natürlich ein Brecher dann hier. Aber wir könnten hier Katerium nach oben und unten runterleiten, wegleiten, wie auch immer. Wir bräuchten nur 750. 740. 24 mal 30. 720 Wasser. Das wird, glaube ich, eine Herausforderung. Aber dann hätten wir Katerium-Barren ohne Ende. 360 oder so, glaube ich. Ja, ohne Ende, das ist gar nicht so viel, ne? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, lass mal einfach den Strom hier schon mal hinlegen. Step by step werden wir diese Fabrik jetzt nach und nach aufbauen. Da nehme ich euch jetzt mal komplett mit. Ohne dass ich allzu viel vorbereite. Dass ihr meinen ganzen Leidensweg auch mal mitnehmt. Ein Spaß, so ein Leidensweg ist es ja gar nicht. Das hier hört ja dazu. Aber so Raffinerien, das baue ich normalerweise ganz gern offline einfach fertig. Und dann läuft das halt schon, wisst ihr? So, das einfügen, das einfügen, das einfügen. Strom gucken wir gleich. Machen wir es doch mal so. Dann können wir die schon mal hier anschließen, dass ich hier zumindest schweben kann, ohne Probleme. Ich glaube, das einzige Problem ist wirklich die Wasserleitung. Wir haben ja maximalen Durchfluss von 600 Kubikmeter. Wir brauchen ja 720. Das eine muss definitiv separat laufen. Und ich hoffe, wir kriegen genug Wasser da so hin aus diesem kleinen Becken.
So, zwei Stück haben wir. Acht brauchen wir noch. Das sind noch ein paar. Drei. Vier. So, ich muss laut mitzählen. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Nein, das ist für den Stahlträger. Komm, lad sie hoch. Geht doch. Danke. Zehn. Sehr schön. Dann verbinden wir die alle schon mal mit Stromi. Ich müsste mal endlich mal in diese Raffinerien auch diesen Strom mit einbauen. Das ist das einzige Gebäude, was ich bisher in meinen Bauplänen nicht so habe mit Strom. Nervt. Okay. Dann lass uns mal zum Wasser gucken. Einfach mal hier schon mal was hinstellen, dass wir auch Strom haben. Dann gucken wir mal, wie wir die platzieren. 720 durch 120 wären 6 Stück, 6 normale. Ich glaube, das wird schwierig, die reinzukriegen. 1. Es wird jetzt leider Freestyle gebaut. Zwei, drei, vier, fünf. Oh mein Gott. Ich kriege wirklich 6 Stück hin. Nein. Aber 5 Stück. Wie viel könnt ihr maximal? Bräuchte ihr einen mit 240. Okay, perfekt. Also. 720 minus 240 durch 120. Vier Stück bräuchte ich noch. Vier weitere. Eins, zwei, drei, vier. Oh, es passt. Okay, das heißt, die bilden eine Leitung und der bildet eine Leitung. Okay, das ist die einzelne Leitung. Am besten wäre es ja hier hoch, ne? Moment. Wollen wir das mal vielleicht ein bisschen anders diesmal machen? Jetzt kümmern wir uns nur ins Kriterium, obwohl ich eigentlich andere Sachen machen wollte. Aber so ist das. Wir machen jetzt zwei Bodendurchführungen. Und das hier übereinander. Schlupp.
Hauptgeschoss. Ne, ist das zu weit? War es das nicht? Du ahnst es doch nicht. Was hab ich denn da gemacht? Was habe ich denn da gemacht? Ey, schon wieder? Warum steppt der da ran? Das sage ich ihm doch gar nicht. So. Dann kommt halt der Oberste zuerst. Okay, hier reicht es. Warum? Weil das hier weg muss. Weg mit dir! Oh nein, ich muss Kalkstein einfach abbauen. Wenn der weg ist, dann geht's. Entschuldigung, könntest du bitte eigentlich kaputt gehen? Danke. Okidoki. Brauchen wir natürlich hier noch Pipes. Beziehungsweise Pumpen. Pipes. Pumpen. Wir müssen pumpen. So, und hier kommen die anderen ran. Das wird jetzt ein Späßchen. Die da alle ranzuklemmen. Aber das muss ja auch nicht schön aussehen jetzt. Oh, falsche. So, auch noch eine Pumpe. Okay, hier kommt Wasser an. Sehr geil. Das heißt, wir können die ersten sogar anschließen. Anmalen mache ich später offline. Das ist ja nicht so das Problem. Also 240 kriegen wir. Das sind ja genau 10 Stück. Oh. Momentchen mal. Super hässlich. Aber der MK3 meiner 1200 aus einer Node, das ist so stark. So, kriegen wir schon Wasser hin. Ach so, ich soll das vielleicht auch anschließen, ne?
Okay, cool. Und das andere Wasser würde ich nach oben machen. Da holen wir uns mal eine Leitung. Sagen wir mal so in die Mitte. Und da musst du definitiv noch eine zweite Pumpe hin. So, ihr seid schon voll mit Wasser. Das ist richtig gut. Ja, es läuft, Leute. Du-di-d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 u-. Es läuft, es läuft, es läuft. Na, könnte ich mit die richtige haben? Dankeschön. Dann müssen wir uns noch ums Erz kümmern. Ich glaube, lasse ich denn das am besten langlaufen? Das ist nicht so schlau gelöst. So würde es aber gehen. Ja. Einmal eine Bodendurchführung. So dass wir es von unten hier hochkriegen. Die noch miteinander. Uah, was habe ich jetzt gemacht? Oh, ich habe hier noch gar nichts. Aber ihr kriegt sogar Wasser. Das ist richtig, richtig gut. So, ich stelle dann 30 mal 12 sind 360 Kriterienbarren, müsste ich herstellen. Das ist ordentlich, was? Gut, dann machen wir hier einen Splitter rein. Das kommt dann von unten. Zack.
Das war nicht so gut. Aber vielleicht funktioniert das. Ja. Okay, perfekt. Geht. Das geht. So, dann lassen wir das hier. Einmal abreißen, wollte ich sagen, aber... Okay, das kommt weg. Die können dann auch weg. Nicht in die Luft springen, bitte. Dann machen wir hier noch einen Splitter rein. So, und dann bräuchte ich hier bitte noch keinen Lift. Das ist blöd. Aber so geht's vielleicht. Tada! Okay, das heißt, hier unten wird schon mal angeliefert. Und dann würde ich das Ganze mit dem Förderband Lift hier noch nach oben führen. Und dann müsste hier oben auch gleich was rauskommen. Yes, perfekt. Geile Geschichte. So, dann müssen wir das nur noch zusammenführen. Wie viel braucht ihr hier? 30, 12, 12, 60 und 24, 84. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 84 durch 12 sind 7. Ich will ja gucken, dass ich erstmal alle quasi frei bekomme. Also erstmal, dann sehe ich halt, was ich noch frei habe. Das ist mir wichtig. So, und ich könnte dann halt das noch ziemlich gut erhöhen wieder, ne? Also zum Beispiel auch den Turbodraht noch und solche Späßchen. Also MK3 meiner ist mega. So, ich muss es hier reinführen, ne? Ja, wir haben nur einen Teil gemacht jetzt davon. Aber ich glaube, das war ein ziemlich wichtiger Teil. Weil den Rest, da habe ich die Materialien da rundherum. Oh, ich habe den hier vergessen. 20. Dann lass uns die hier einfach nur für unten verwenden.
Okay, muss ich natürlich jetzt noch alles hübsch machen. Da werde ich mich ein bisschen ransetzen, alles blau einfärben. Und dann werden wir als nächstes da hinten dann fürs Katerium das aufbauen. Wir haben jetzt hier oben noch 240 Barren im Prinzip. Die kriegen kaum Erz, ne? Aber das Band läuft... Warte mal, wo läuft es denn hier? Hier läuft es gut. Das heißt, der Rest geht nach oben. Ja, es ist ein Dreifachsplitter halt. Ja, es wird schon laufen. Guckt euch mal, wie der durchpowert. Geile Geschichte. Ihr Lieben, ich guck's mir an. Mach's hier hübsch. Dann seht ihr das nächste Mal das Ergebnis. Also einigermaßen hübsch, ne? Ich mach's zumindest zu. Das war so. Ob das dann hübsch wird, ist eine andere Sache. Und dann können wir uns beim nächsten Mal dort um die Rotorenfabrik kümmern, oder Motorenfabrik kümmern. Das heißt erstmal eine ganze Menge Motoren. Dann kann ich da hinten vielleicht auch was abreißen. Dann mache ich wieder Sachen frei. Und dann schauen wir, dass wir da die Turbomotoren herstellen, sodass wir dann dementsprechend später zu den thermalen Raketenantrieben kommen. Und dann fehlt nur noch die nukleare Pasta für den Abschluss der Phase 4. Leute, wir kommen voran. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.